Bitte sei kein Arschloch. Ich werde mir Mühe geben. Und damit willkommen zu einem neuen Video. Und heute habe ich was ganz Besonderes vor. Und zwar werden wir der neue Anzeigenhauptmeister. Und als wahrer Anzeigenhauptmeister warten wir auch gar nicht lange und gehen direkt ins Geschehen. Auf dem Schutzbereich. So, jetzt gibt es hier direkt noch die nächste Anzeige. SCVO 1 Absatz 2, hier kann man auch richtig was dazu lernen. Das ist natürlich auch ein sehr. Das muss ich nämlich zum Beispiel erklären. Oh, jetzt muss ich. Oh oh. Wollen wir gleich die Bügel noch schmeißen? Oh Bruder, jetzt muss ich aber los hier. So, und ihr seht jetzt hier, das Auto behindert mich. Inwiefern? Ich muss einmal hier rumgehen und jetzt haben wir die Behinderung verwirklicht. Schon haben wir die Behinderung verwirklicht. Und das gibt eine Anzeige: SCVO 1 Absatz 2 Grundregeln. Behinderung. Seht ihr? Ja, ich hätte mich eindeutig behindert hier, hat man ja ganz klar gesehen. Hier, guck mal, seht ihr, die müssen außen rumgehen, das ist die zweite Behinderung. Gibt euch noch eine Anzeige. Oh, oh, jetzt muss ich aber los hier. Oh, was haben wir denn hier direkt? Oh, das ist ja hier fast schon 16 Lotto hier, die Straße. So, Nummer 1, Nummer 2. Nummer 3. Das deckt sich auch in die Punkte, das ist gut. Nummer 4. Ja. Ah, da sind ja noch. Da sind ja noch mehr, das ist ein ganzer Schatz, das ist ein Schatzgrube hier, die Stadt. Nummer 5. Nummer 6. Oh, Alter, ich bet's dich. Oh, 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 oh. Oh, das muss ich aber los jetzt, ganz schnell. Hoppala. Ja. Ist ja ein Traum ist das. Oh, so doch mal. Ich schlag dir die Fresse ein! Oh, oh, nein! Oh, der hat mich erwischt, scheiße, Alter. Scheiße, jetzt hab ich noch 2 von 3 Leben. Scheiße nochmal. Oh, der ey, wie packt denn der, Alter, ist jetzt offen? Ach, hier ist das Spawn, lol. So, Anzeige. Na, nicht der Er. So, jetzt muss ich aber los, ja. Oh, das ist direkt die nächste Behinderung. Die nehme ich direkt mal mit. Mal die Biege. Hallo? Hackt's, Alter? Spiel so geil. Oh, jetzt muss ich aber los jetzt hier. Oh, scheiße, kommt er doch noch, Alter. Jetzt muss ich aber weg hier. Bruder muss los, Alter. Also das Spiel gibt echt richtige Anzeigen-Hauptmeister-Vibes. Lauf auf Schocks und chill meine Fitness Rosenthaler. Ich verteile die Päckchen dicker als ob du kleiner Tiro Esch bist. Auf eurem Film war ich schon mit 16. So, oh, was haben wir denn hier? Einmal hier. Park im Schutzbereich, Behinderung. Wie packt der denn hier? Okay, das hat jetzt keine Punkte gegeben. Aber der packt total schief, Alter. Muss eigentlich auch mal. Na gut, wird wahrscheinlich eh wieder fallen gelassen, mit 90% der Anzeigen. Also der Bürgermeister in der Stadt, wo der Anzeigenhauptmeister wohnt, wo natürlich auch die meisten Anzeigen logischerweise reinkommen, der hat mal ein Interview gegeben, dass 99% der Anzeigen fallen gelassen werden, dass sie im Moment prüfen, ob die irgendwas gegen den Anzeigenhauptmeister machen können. Sie mich verarschen? Weil der halt einfach nur alles flutet. Oha, jetzt muss ich aber los hier. Weil er halt einfach nur alles flutet, die damit nicht hinterherkommen, sowieso nur 99% fallen gelassen werden. Und er meint ja immer so stolz, dass er irgendwie 140.000 Euro erwirtschaftet für die Stadt, was halt nicht stimmt, weil 99% der Fall mir das gehört. Das heißt, so gesehen kommen da schon ein paar tausend Euro rein, aber halt die ganzen, das alles zu bearbeiten, das kostet halt wesentlich mehr als reinkommt. Deswegen ist das eigentlich sogar noch ein Verlust für die Polizei. Geh bitte! Selbst die Polizei will den halt nicht haben. Und ja, ob da jetzt irgendwas rausgekommen ist, ob da dagegen vorgehen konnte, weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Mutter auch ein Interview gegeben hat. Und die hat ja gesagt, dass das eine Racheaktion von dem ist, was ich mir schon vorhin gedacht habe, weil selbst wenn, also der hat auf jeden Fall irgendeine Störung im Kopf, aber selbst mit so einer Störung im Kopf machst du halt sowas nicht einfach so krankhaft. Die meinte halt, dass der früher in der Schule gemobbt wurde und das halt sehr wahrscheinlich eine Racheaktion ist und ja, dass sie halt Angst hat und so weiter, das ist natürlich verständlich. Und dass der halt trotzdem nicht weitermacht und die meinte selber, das ist ein Zwang, der ist krank, der macht das halt immer weiter, der will niemals aufhören. Und ja, das ist halt scheinbar eine Zwangsstörung. Ich werde mal hier ein Bild einblenden, um das Video informativ zu machen. Hast du keine Hobbys? Oha, jetzt sind mir gleich richtig Brüllen ausgeschmissen, Alter. Alter, hakt es? Behinderung. Du bekloppen. Behinderung. Ich muss los. Boah, die hau mich hier gleich, Alter. Hey, du Freak, mach's mal ab. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, so eine Zwangsstörung halt. Klar, der hat irgendwie eine Störung im Kopf. Und was ich ganz, ganz krass fand, lass mal gucken hier, der steht auf jeden Fall Halteverbot. Das ist eine Behinderung. So, jetzt nochmal ein Halteverbot und Behinderung.
Und was ich ganz krass fand, der wird ja andauernd erkannt und da werden andauernd Videos mit dem gemacht. Und da hatte den einer gefragt, ob der öfter verprügelt wird, irgendwie so. Und da meinte er, ja, kommt regelmäßig vor. Ich würde das mal hier einblenden. Ja. Ich hab gehört, du hast letztens Schläge bekommen? Ja, kommt regelmäßig vor. Regelmäßig? Ja. Und was, wie reagierst du denn darauf? Ich muss die Polizei halt mal fragen. Hey, stark. Ja. Stark. Und dann gibt es meistens hier Einnahmen. Und dann verdienst du Geld damit? Ja. Das ist eine Geschäftsmasche. Man muss nur wissen, wie man es anstellt. Stark. Ja, Mann. Was ich halt ganz krass dabei fand, dass es der einfach trocken gesagt hat, dass der halt Geld mit dem Schmerzensgeld verdient. Also dem ist, die Leute sagen immer, ja, der wird das früher oder später bereuen. Ich glaube nicht, dass das bereuen wird, selbst wenn er einer halt totschlagen wird. Ich glaube, selbst dann würde er es nicht bereuen, weil das halt in seinen Kopf nicht reingeht. Das Ding ist, ich habe so die Vermutung, dass der, die Leute fragen dich doch immer, hast du keine Angst? Der wurde schon mehrmals jetzt verprügelt. Und eigentlich ist es nur logisch, dass man Angst hat. Selbst ein krasser Typ hätte da irgendwann auch Angst. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er einfach keine Angst empfinden kann. So, gibt's ja, ist halt so eine psychische Krankheit, dass manche Leute halt keine Angst empfinden können. Das gibt mir schon auf jeden Fall zu denken. Und ja, die Runde ist vorbei. Und ja, das Beste, was man halt einfach machen kann, ich meine, klar, ist lustig alles so, der Typ, der als der Kopfmeister ist halt einfach witzig, aber der Typ für sich selber, der sollte halt wirklich in eine Kur gehen oder keine Ahnung, der sollte auf jeden Fall, auch wenn es sich hart anhört, zwangsangewiesen werden und man müsste dann gucken, ob man dem irgendwie helfen kann, aber auf jeden Fall vor sich selber beschützen. Das müsste man auf jeden Fall machen. Weil im Endeffekt schadet der schadet halt nur den Leuten. Selbst Leuten, die nichts damit zu tun haben, weil, überlegt mal, ihr werdet jetzt in irgendeiner kleinen Stadt, habt da eure Polizeiwache als mögliche und ihr bearbeitet eine Anzeige nach der anderen, ganz normal, macht euren Job halt. Und dann werden auf einmal an einem Wochenende, kommen da 300-400 Anzeigen, fliegen rein wegen irgendwelchen Falschparkern, die keinen Schwanz interessiert, wirklich niemanden interessiert, die sowieso fallen gelassen werden, weil die so irrelevant sind. Und dann kommt ihr den richtigen Anzeigen halt nicht mehr nach. Zum Beispiel irgendeine Frau, die überfallen wurde, ihr Portemonnaie geklaut und sowas. Da kommt dann die Polizei. Ich meine, die Polizei ist in solchen Fällen meistens eh schon viel zu spät und agiert da viel zu langsam, weil die halt zu viel zu tun haben und es nicht genug Polizisten gibt. Und dann müssen die sich noch mit so einer Scheiße beschäftigen und dann können die halt noch später erst interagieren und dann können die erst recht nicht mehr helfen. So, also selbst den Leuten, die halt nichts, die nicht falsch packen oder so, selbst denen wird geschadet. Das finde ich halt, ist echt eine Schweinerei. Aber ja, man müsste den halt einfach. Er schadet halt im Endeffekt einfach nur der Menschheit. Egal wem oder was, auch wenn der an sich nur dem Gesetz folgt, macht er natürlich, Digga, wie hat er denn hier gepackt, Alter, ist aber auch nur kurz. Schadet er halt einfach nur den Menschen. So, das ist hier auf jeden Fall ein 6er Lotto hier die Straße. Boah, Digga. 3. Hallo. 4. Hat er den genommen? 4. Da muss man mal gucken, dass es auch richtig drauf ist. 5. Ja. 5 am Lotto war das. Ja. Aber natürlich ist die Figur der Anzeige, ob man so sagt, jetzt mal nicht persönlich, ist halt einfach, ist halt schon sehr witzig und ich finde das Spiel einfach geil darüber. Ah, hier konnte ich das versuchen, dass ich so mal so eine, ja, hier ist perfekt, dass ich mal hier so Multiplikator richtig hochkriege. So. Bam. Oh oh, oh oh, ich werde gejagt, Hilfe! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir! Alter, diese Schweizer Stimmen sind auch immer so geil, ey. Also wer auch mal das Spiel gemacht hat, einfach 1+ mit Ständchen, Digga. Alleine schon die Stimmen, Alter. Ja. Okay, ich glaube noch, krieg ich den da hinten noch, bevor das abläuft? Ah. So, mein Fahrrad ist leider weg. Viel zu weit da hinten, glaube ich, nicht mehr hin. Ja, ein plus 9er Multiplikator schon mal, schmeckt schon mal. Und 100.000 haben wir? Jawohl. Macht. Also keine Falschbacker. Digga, ich bin schon richtig im Modus, Alter. Ich guck schon so richtig so. Ah, wo ist Falschbacker? Aufs Maul? So. Jetzt kann ich mit meinen Anzeigen, mit meinem erspielten Geld, kann ich mir Sachen kaufen. Fahrrad wäre natürlich auch geil. Aber die sollen mal hier das, dieses gelbe Kit mal hier hinzufügen, das ist ja viel besser, als anstatt so ein Blödsinn hier, was soll denn das? Einfach so, Digga, das passt doch gar nicht zum Anzeigenmeister. Muss schon detailgetreu sein natürlich, ne? Aber jetzt gehen wir mal in ein Online-Spiel rein, schnell spielen einfach mal, zack. Sind die Server abgestürzt oder was, Alter? Das wäre jetzt geil, wenn da so viele gekauft hätten, dass das Spiel crasht. Das würde ich den Entwicklern gönnen, weil das wäre natürlich was Gutes. Ja komm, machen wir eine 1-1 oder was? Ich kann gar nicht bereit drücken.
LOL! Die Server sind wirklich crashed, Alter, was ist das denn? Gib eine Anzeige, du komischer Vogel, du. So, jetzt aber. Das ist, glaube ich, Frischfleisch. Und? Wer holt? Wer holt den Esco? Okay, einer hat schon mal einen Shot verkackt. Ich bin der Erste, ich bin der Schnellste. Ja. Ey. Oh, fuck, jetzt ist mein Fahrrad hier reingefallen ins Auto. Dann ein Unfall. Das Dienstfahrrad ist umgefallen. Genau, aber Sie müssen dafür sorgen, dass das Fahrrad nicht umfallen kann, wenn Sie es abstellen, weil Sie sind verantwortlich dafür. Mein Fahrrad ist so weit hinten, ey, scheiße. Nein, mein Fahrrad ist verpackt. Ey, Betrug! Oh, das ist nix am Lotto hier. Da hat man Pepe auf Zeiten. Scheiße, die jagt mich jetzt. Hey, diese Drecksau! Das wirst du bereuen! Ah, ich hab einen. Ich hab einen übernommen. Bitte. Das sind voll viele hier. Ich fetz dich dumm und paper. Drecksau! Ah! Keine Wagenschnauze. Scheiße, Mann, ich komm nicht mehr zu meinem Fahrrad. Scheiße, fuck, 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 fuck. Einen hab ich schon über den Lötz bekommen. Verschwinde, du Klappstuhl! Ich schlag dich grün und blau. Geh mal bitte nicht nach Hause! Oh, 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 oh. Ist ja lebensgefährlich hier, Alter. Komm. Der wurde schon übermittelt, scheiße. Sieht schon einer langgefahren. Shit. Shit, shit, shit. Wenn hier einer durchgefahren ist, dann habe ich vielleicht keinen mehr. Fall übertragen. Scheiße. Das ist halt die Kacke, wenn man mit anderen spielt. Ha, die Straße hat doch nicht. Einem wahren Anzeigenhauptmeister geht hier nichts. Zack, ich mich auch. Oh, da hinten ist einer. Da ist einer. Oh nein. Das ist meine Falschpacke hier. Verzieh dich, Junge. Kann ich eigentlich auf sein Fahrrad aufsteigen? Ah, ich hab sein Fahrrad genommen. Ah! Okay, jetzt wird's interessant. Ich glaube, ich habe eigentlich einen guten. Nein, ich bin Zweiter! Es ist so knapp geworden. Scheiße, Mann. Ja, da machst du nix. Tja, muss ich mich wohl noch verbessern. Ja. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich werde auf jeden Fall nochmal üben, dass sowas wie gerade eben nicht nochmal passiert. Ich will jetzt immer den ersten Platz holen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde ich sagen, stay safe.